Ja, hallo. Heute ist der 1. Mai, Tag der Arbeit. Längere Zeit habe ich nicht gemacht, weil ich habe keine Möglichkeit, innen zu arbeiten. Also nur, wenn es gibt gutes Wetter. Und außerdem nebenbei geht man noch ein bisschen arbeiten. Aber an diesem Feiertag kann ich etwas arbeiten. Ich möchte jetzt gerne so ausprobieren, ob die Lösung, die habe ich mir vorher ausgedacht mit den Stützen, ob kann man das besser machen. Meine Lösung war nicht so optimal. Habt ihr das gesehen? Die Stützen sind mir rausgefallen. Auch hier die Lenkeinstellung, die funktioniert hier über diese Löcher. Wo kann man hier die Höhe verstellen? Das haben viele in ihren Videos so gemacht. Ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. Habe ich nachgeschaut im Internet und heute werde ich ausprobieren, ob das besser ist. Ich habe mir so einen Arbeitsbock bestellt. Der hat auch eine flexible Beine und die sind bis 150 Kilo belastbar. Meine Idee ist, diese Beine abmontieren und probieren hier an den Teil, an Schlafteil, an den Campingwagenteil quasi so die zu befestigen. Nachhinein ist mir so Gedanke gekommen, ob die von Gewicht nicht zu schwer werden. Also erstmal ist große Fragezeichen, ob das so funktioniert wird, was die wiegen im Vergleich zu diesen Aluminiumlösung. Und ja, lasst euch überraschen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, so sieht dieser Arbeitsbock aus. Ausgepackt ist ziemlich kompakt, aber auch sehr schwer. Ja. Da sind die Beine, die sind noch festgeschraubt. Da muss ich gucken, ob ich die lösen kann. Hier habe ich eine Waage. Da werde ich die nachher wiegen und dann habe ich den Vergleich. So, also gleich geht's weiter. Übrigens habe ich gerade gewogen den Bock. Also ziemlich gutes Gewicht. Also negativ für meine Zwecke. Der gesamte Bock wiegt 6 Kilo, 800 Gramm. Mann, oh Mann, ist stabil. Na gut, muss auch bis 150 Kilo aushalten. Ich werde gleich hier die Schrauben lockern oder abschrauben und dann wiege ich, was einzelne Bein so wiegt. Das sind die Schrauben, die müssen gelockert werden oder aufgemacht werden. So kann man das aufstellen. Auch was praktisch ist, an diesen Beinen gibt es Skalierung, Nummerierung. Ja, mal sehen, ob ich das gebrauchen kann. Ich habe eine von den Schrauben jetzt gelockert. Jetzt nehme ich die Mutter weg. Also ein bisschen schwierig mit einer Hand zu filmen, mit anderer zu arbeiten. Naja. So, da ist sie. Okay, einmal wiegen. Gucken wir. So, dann wiegen wir. Bin ich sehr gespannt. Wackelt, wackelt. Ja, fast 900 Gramm. Das ist viel. Sehr viel. Aber die ist auch sehr lang. Vielleicht auf keinen Fall brauche ich die Länge. Vielleicht kann ich die ein bisschen kürzen. Dann wird einiges an Material angespart. Mal sehen. So, ich wiege gerade mein Bein, was habe ich entwickelt. Und der wiegt nur 150 Gramm. Also sechsmal weniger als das, was ich habe da gerade abmontiert. Die Länge ist ja 60 cm, glaube ich. Warte mal, lass mich da nachmessen.
ja, gute 60 cm. Und bei meinen Beinen ist die Länge 50 cm. Also ich könnte sowas auch so 10 cm kürzen. Das ist aber sehr schwer, sehr massiv. Also so vier meiner Beine wiegen weniger als ein von denen. Ne, ich lasse sein. Ich muss meine Beine anders machen, dass das erstmal aus Gewichtgründen, das muss anders gelöst werden. Also das darf nicht so schwer werden. Naja, hat sich herausgestellt, jetzt habe ich einen neuen Montagebock. Ja, für 26 Euro kann man verkraften, die gute Qualität. Ja, dann werde ich jetzt weiter basteln an meinen Beinen, dass die besser halten oder besser regulieren lassen sich. So, es geht weiter. Hier bei den Problemen mit Beinen habe ich noch ein anderes gesehen. Und zwar, Problem ist mit dieser Stütze, die quasi hier, wenn man hier die Stütze unten positionieren würde, dann würde die gegen den Deichel das stützen. Und da will ich jetzt die Stütze auf der Außenseite befestigen. Und dann möchte ich weiter noch irgendwelche Lösung finden hier für die Rückenlehne. Und zwar, wenn die quasi lang gemacht wird zum Schlafposition, dann hier kommen Stützen hier am Ende. Aber ich habe mir gedacht, da könnte man hier noch in dieser Position auch noch etwas Unterstützung machen. Ja, ihr werdet gleich sehen, wie habe ich mir das ausgedacht. So, jetzt habe ich die Halterung für die Stütze nach außen verlegt. So, die ist jetzt von außen mit der Schraube verbunden oder mit der Rahmen verbunden. Und so geht das vorbei, der Bein da, der Stütze vorbei an den Deisel. Weil Problem ist, dass das hier noch instabil ist. Aber zusammen mit der Lösung hier für die Rückenlehnehalterung wird sich, hoffe ich, bessere Stabilität ergeben, ohne zusätzliche Löcher zu bohren. Ich habe zwei Elemente gesägt. Die werde ich außen befestigen an den Rahmen. Hier, das wird von einer Seite die Stütze stabilisieren, von anderer Seite hier unter diesen Mechanismus zur Rückenlehne, da mache ich Verstärkung, wo sich die stützen kann. So ist zumindest der Plan. Und an der gleichen Schraube wird das auch befestigt. Also ich hoffe, dass keine neuen Schrauben werden gebraucht. Ich habe gerade diesen Rückenteil abmontiert. Und da bohre ich jetzt die neue Befestigung und Verstärkung für die Stütze durch. No matter what they say, nothing brings me down. But I know it's too late. How can I explain how I feel? My love, you're the one who makes me real. Show me the way to your heart. My feelings for you were strong from the start. When I look at you, don't be so shy. A different view makes me wanna cry. No matter what they say, nothing brings me down. But I know it's too late. How can I explain how I feel? My love, you're the one who makes me laugh.
Schraube ist zu kurz. So sieht der Zwischenergebnis. Ich habe erstmal provisorisch hier befestigt diese Querstrebe. Und wenn man jetzt den Rückenteil in Schlafposition bringt, dann wird sich das hier stützen. Und vorne kommen natürlich ein oder zwei Stützen zusätzlich zur Stabilisierung, so dass diese Campingabteilung wird insgesamt 6 Stützen haben. Ich möchte ungern mit meinem Gewicht den unteren Lasten Anhänger belasten, beziehungsweise wenn ich den Lastenanhänger getrennt benutze ohne die Campingabteilung, dann sollte das auch freistehen können. Jetzt werde ich gucken, dass ich die Stützen besser befestige, dass die so nicht rausfallen bei der Höheanpassung. Meine Überlegung ist, hier auch ein Loch zu bohren, vielleicht so im unteren Bereich, wo eine Schraube durchkommt, und damit kann ich erstmal hier das Bein festmachen und dann die Höhe anschließend anpassen nach Bedarf. Das probiere ich jetzt erstmal mit einer Stütze und mal sehen, wie das Ergebnis ist. Wobei, bevor ich mit den Stützen da anfange, dann möchte ich erstmal diesen vorderen Bereich zu Ende machen. Das heißt, hier die Querstrebe kürzen auf die richtige Länge und dann befestigen. So, die Zwischenstrebe habe ich gerade fertig gemacht. Am Ende ist es mit dem Eisenwinkel 40x40. Millimeter mal 2 mm dicker befestigt und mit Nieten, und gleich werde ich das jetzt hier an den vorgesehenen Platz befestigen. So, alles ist vorbereitet. Hier habe ich so mit den Zwingen da festgemacht und jetzt nur bohren und dann die Nieten setzen. Also, es geht los. Leider habe ich keinen, der mir den filmen kann, und ich muss euch da mit dem fertigen Ergebnis zufriedenstellen. So, ich habe es jetzt fertig befestigt. Rainbow.
Bein rausfällt. Ich habe jetzt fertig die Stütze und dann gucke ich das, wie das mit dem Einsetzen. So, man kann den Wagen mit der Hand heben, die Stütze einsetzen, befestigen. Und hier regulieren die Höhe. So, zum Beispiel, dann möchte ich den Wagen, den Lastenanhänger wegfahren und nur die Campingabteilung stehen lassen. Dann kann ich die Stütze gleich hochfahren auf allen Seiten und dann den unteren Teil, den Lastenanhänger, rausfahren. Ja, eigentlich bin ich zurzeit zufrieden mit dieser Lösung. War enttäuschend mit diesem Fertigbock, was habe ich am Anfang euch gezeigt. Das Gute hat sich entwickelt, dass das Ganze ist wesentlich leichter als diese fertige Idee, was habe ich vorher gehabt. So, noch so ein kleiner Nachtrag. Wie ihr seht, habe ich jetzt den ganzen Gestell aufgebockt, sodass die Räder von den Lasteranhänger in Luft sind. Und hier ist zurzeit befestigt mit diesen Klemmen hier den unteren Bereich, also der Lastenanhänger zu den Campingabteilung. Ich werde gleich die Verbindung lösen und fahre ich mit dem Lastenanhänger raus. So, das kann man autark hier den Campingabteilung benutzen und den Lastenanhänger kann man auch getrennt benutzen. Und zu Touren, da wird die ganze Geschichte zusammengekoppelt und dann kann man weiterfahren. Gleich eine Aufnahme, wie ich das Ganze löse, die Verbindung, und fahre ich mit dem Lastenanhänger raus. Alles ist aufgebockt, der Lastenanhänger hängt in Luft. Dann löse ich die Verbindung.